Hallo, ich grüße euch, hier ist wieder Janosch. Heute ist der 23. Dezember 2022 und heute wollte ich euch nicht zu einer Fahrradtour entführen, wie ich das gewöhnlich mache, sondern heute wollte ich mit euch einen Weihnachtskuchen backen. Und zwar nicht irgendeinen Weihnachtskuchen, sondern der ungarische Weihnachtskuchen, was überhaupt im Ungarn jetzt in jeder Familie gebacken wird. Jede Hausfrau hat natürlich ihr eigenes Rezept und da schwört sie natürlich darauf, dass nur diese eine Rezept der richtige ist. Alles andere ist halt, oh Gott, wenn die betreffende Person sympathisch ist, dann kann das ein ganz nettes Rezept sein, aber richtig nie. Richtig ist nur die eigene Rezept. Nun, ob dieser Rezept, was ich euch jetzt zeige, der richtige ist oder der falsche, das weiß ich nun mal nicht. Aber das ist jedenfalls ein sehr, sehr gutes Rezept. Und das Ergebnis werdet ihr sehen. Also, legen wir los. Für das Teig werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, dann 50 Gramm Puderzucker, 0,125 Liter Milch und 15 Gramm Hefe. So, bevor wir jetzt mit dem Teig weitermachen, müssen wir noch eine Vorarbeit machen, nämlich 50 Gramm Rosinen wollen wir mit Rum vermischen, so etwa. Diese Rosinen werden wir benötigen später für die Nussfüllung. Als erstes wollen wir den Zucker, die Milch und die Hefe zusammenrühren und richtig auflösen und ruhen lassen. So, jetzt können wir dann den Teig herzustellen. Wir nehmen also das Mehl und jetzt nehmen wir die Butter und schnippeln wir das kalte Butter hier in das Mehl rein. Wenn die Butter kalt genug ist, manche machen das mit einer groben Reibe. Und so geht es auch. So. Fertig. Und jetzt wird das mit dem die ganze verrieben, verknetet, trocken verknetet. Das dauert jetzt eine Weile und wenn es fertig ist, dann zeige ich euch, welche Konsistenz der erreichen muss. So, jetzt habe ich 4-5 Minuten so weiter geknetet. Jetzt zeige ich euch, also der muss etwa so eine Konsistenz haben. Ne? Hier, so eine. So. Und ihr wisst, ich bin nun mal Amateur und kein Profi. Und deswegen habe ich vorher bei den Bestandteilen vergessen, nämlich, dass ich auch noch ein Eigelb brauche. Also, jetzt kommt diese Eigelb dazu. Und kneten und weiter kneten. So, nach etwa 2 Minuten ist der Eigelb auch verknetet. Und jetzt kommt die vorher gemischte Milchzucker
und Hefe dazu. So. Und eine Prise Salz schadet auch nicht. So, und jetzt wird das endgültig zu einem fertigen Teig geknetet. So. Nach etwa 2-3 Minuten hört es auf zu kleben, weder auf der Gefäßwand noch an meiner Hand. Und jetzt kann ich hier weiter kneten. Aber es ist bald fertig. Ja. Ja, anstelle Morgengymnastik ist das immer schön, mal einen Kuchen zu backen. Ja. Ja, jetzt ist das ungefähr fertig. Und wir erinnern uns, wir wollen eine Nuss- und eine Mohnrolle machen. Und deswegen müssen wir das jetzt halbieren. Also, jetzt habe ich diese zwei, die mache ich jetzt einzeln ein bisschen weiter kneten. So. Ungefähr so. Versuche ich ein bisschen so ein ziegelförmiger Teig machen, weil nachher werde ich das Ding ausrollen müssen. So etwa. Und jetzt packe ich das in eine Frischhaltefolie ein. So, und stelle ich es mindestens für eine Stunde in den Kühlschrank. Manche stellen diese Teig sogar über Nacht in den Kühlschrank. Jetzt mache ich dasselbe mit dieser zweiten. So. Jetzt wären wir also mit dem Teig fertig und jetzt können wir uns ranmachen die Zweifüllung. Also wie gesagt, eine Nussfüllung und eine Mohnfüllung fertigzustellen. Die Mohn. Erst wollen wir die Mohnfüllung machen. Dazu braucht man 250 Gramm Mohn, die Schale von einer Zitrone, die Schale von einer Orange, 1,5 Päckchen Vanillezucker, und ein Prise Zimt. Allerdings als erstes müssen wir natürlich den Mohn mahlen. Man kann natürlich auch fertig gemahlenen Mohn kaufen. Was man aber nicht machen sollte, das ist fertige Mohnmischung kaufen, wo das schon irgendwie aromatisiert und gesüßt ist. Also den Mohn zu mahlen, dazu habe ich eine altmodische Kurbelmaschine, aber ihr könnt natürlich jede andere Möglichkeit, womit man den Mohn mahlen kann, nehmen. Ich nehme diese Maschine. So, wie sagt man? Ohne Fleiß kein Preis. Jetzt sind wir langsam fertig. So, jetzt wollen wir also die Mohnfüllung machen. Und dazu jetzt nehmen wir diese geriebene Mohn. So. Dann kommt dazu
die Orangenschale, die geriebene Orangenschale, dann die Zitronenschale, anderthalb Päckchen Vanillenzucker dazu geben. So, und ein Prise Zimt, aber tatsächlich nicht viel. Und dann wird alles schön zusammengemischt. Schön miteinander verrühren. Ja, und jetzt kommen wir zur Nussfüllung. Und zur Nussfüllung brauchen wir folgende Dinge. Erstmal 250 Gramm geriebene Nuss. Im Ungarn nimmt man Walnuss, ich habe Haselnuss genommen. Dann braucht man auch eine Orangenschale und eine Zitronenschale. Wir brauchen dazu diese vorbereitete, im Rum jetzt eingelegte 50 Gramm Rosinen und anderthalb Päckchen Vanillezucker sowie ein Prise Zimt. Trocken zusammengemischt. Hier der Rum nicht, nur die Rosinen mischen wir mit. Also, jetzt nehme ich dann diese geriebene Nuss. Nehme ich hier die Rosinen, die ich vorher doch absiebe. Das ist also ungespritzte Zitrone. Dann kommt die Orangenschale dazu. Und dann anderthalb Päckchen noch von diesem Vanillezucker. Und das wird jetzt trocken zusammengemischt. Als nächstes nehme ich jetzt 250 Gramm Zucker. Und das koche ich mit 0,3 Liter Wasser auf. Genau, das ist jetzt 0,3 Liter. Das kommt jetzt dazu. Und das wird jetzt aufgekocht. So, jetzt langsam hat sich der Zucker aufgelöst. Und jetzt muss ich warten, bis dieser Sirup aufkocht. So, jetzt fängt an langsam zu kochen. Da muss man aufpassen, dass das nicht unten anbrennt. So, ich würde sagen, jetzt ist es fertig. Jetzt nehme ich von der Feuer. So. Und jetzt mische ich diesen Sirup in der Mohnfüllung. Man muss tatsächlich aufpassen jetzt, wie viel man dazu nimmt. Also natürlich etwa die Hälfte. Aber wie viel ist die Hälfte? Also, man muss aufpassen, dass das ein... eine teigartige Konsistenz annimmt, aber nicht zu nass wird. Es ist nämlich so, dass wenn es zu nass wird, dann besteht die Gefahr, dass später der Kuchen beim Backen seitlich Risse bekommt. Ich würde sagen, etwa. Ja, das sieht nicht schlecht aus. So, etwa so. Etwa so soll es aussehen. Und jetzt mache ich dann genau dasselbe mit der Mohnfüllung. Nehme also wieder einen Löffel und mit der Schöpfkelle mache ich wieder hier diese Sirup drauf.
Ich denke mir, das ist jetzt okay. Ja, also inzwischen sind die zwei Füllungen abgekühlt und jetzt können wir fortfahren. Wir nehmen den Teig aus dem Kühlschrank und wollen wir das ausrollen. Dazu nehme ich ein Nudelholz. Das ist irgendwann mal verbrannt, aber das macht nichts. Und jetzt versuche ich langsam diesen Teig, der jetzt natürlich ziemlich hart ist, auszurollen. Der kriegt ein bisschen Risse, aber das soll euch nicht stören. Mich stört es nämlich auch nicht. Man soll das immer von der Mitte nach außen. Also nicht hier so entlang rollen, sondern von der Mitte nach außen rollen. So. Jetzt versuche ich ein bisschen Richtung Ecken gehen. Das soll etwa 3 mm dick sein. Bisschen Geduld braucht man schon. Ja, aber seht ihr, langsam kriegt er eine gewisse Form. Anfang. So, würde ich sagen, so etwa. Jetzt nehmen wir erst den Mohn, wobei das ist egal, was wir als Erste nehmen. Und versuche ich verteilen auf diesen Teig. So, wobei hier und hier lasse ich so einen kleinen Rand frei und hier auch am Ende. Hier kann ich ganz am Rand das verteilen. Es geht doch ganz leicht. So. So soll das etwa aussehen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir rollen das jetzt hier auf und damit das hier an der Seite nicht rausfließt, klappen wir hier die Seite hoch, so etwa, hier auch natürlich. Und damit jetzt, wenn wir hier aufrollen, auf der Seite nicht irgendeine Wulst kriegt, drücken wir hier praktisch den Rand etwas an. Da. Jetzt können wir von hier anfangen, es aufzurollen. Es geht ganz leicht. Schaut euch mal das an. So. 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 Schaut euch das an. Absolut perfekt. Jetzt nehme ich ein Backpapier belegte Backblech. So. Und dann wird diese Rolle draufgelegt und zwar so, dass der Naht nach unten kommt. So. Jetzt mache ich praktisch mit der zweiten Rolle dasselbe und fülle ich dann mit dieser Nussfüllung. So, jetzt ist die Mohnrolle auch fertig. So, und jetzt, so wie es jetzt ist, muss es wieder etwa eine Stunde kühl lagern. So, als nächstes wird hier ein Ei getrennt. Und mit dem Eigelb wird jetzt dieser Kuchen überall bestrichen.
So. Und jetzt wird dieser Kuchen in Zimmertemperatur wieder so lange stehen gelassen, bis diese Eigelb ein bisschen an Rollen antrocknet. So, jetzt habe ich etwa eine Stunde diese Rollen ruhen gelassen und die Eigelb, was ich drauf geschmiert habe, ist richtig angetrocknet. Und jetzt zusätzlich bepinsele ich als letzte mit Eiweiß. Dieser letzte Eiweißstrich bringt dann, dass nachher der Kuchen, wenn er fertig ist, so schön marmoriert ist. Das werdet ihr sehen. So, jetzt kann ich den Ofen auf 180 Grad vorheizen und nachher wird dieser Kuchen etwa 30 Minuten fertig gebacken. So, jetzt kommt noch ein letzter, aber sehr wichtiger Akt. Nämlich, ich nehme einen Zahnstocher oder einen Schaschlikspieß oder was auch immer und wird diesen Teig bis zu Boden durch Löcher perforiert. Das ist dafür gut, dass der Dampf, welche und von der Füllung entweichen möchte, nicht den Teig zerreißt. Sonst kriegt man nämlich hier an der Seite Risse. Und damit das nicht passiert, sticht man hier diese Löcher und zwar, ich mache auch an der Seite. Ja, jetzt ist der Ofen vorgeheizt und jetzt können wir den Kuchen reinschieben. 180 Grad. 30 Minuten. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen und jetzt können wir das Kuchen aus dem Ofen nehmen. Also, schauen wir. Ja, schaut euch mal das an. Genau so muss es aussehen. Hier diese Marmorierung. Also, jetzt lasse ich das stehen und erst morgen früh werde ich das aufschneiden. Und dann zeige ich euch, wie das dann vorne aussieht. Und ich werde für euch probieren, wie das schmeckt. Natürlich schade, dass ihr in dem Video das nicht schmecken könnt. Also, bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Jetzt wollen wir mal unsere gucken, was hier sich nachts geruht hat und schauen, wie das innen aussieht. Und ich werde das auch probieren, ihr leider nicht. Also, schauen wir mal. Schaut euch mal das an. So, altersbedingt zittern meine Hände. Das müsst ihr mir entschuldigen. So, jetzt möchte ich probieren. Köstlich. Richtig köstlich.
So, jetzt zeige ich euch auch noch diese Mohn. Will ich natürlich auch probieren. Also den Mohnkuchen schmeckt mir noch besser als den Nuss, aber das ist Geschmackssache. Ja, liebe Leute, übrigens, diese Kuchen schmecken nicht nur zu Weihnachten, sondern auch in jeder Jahreszeit von Frühling bis Winter. Ich kann euch nur empfehlen, versucht mal nachzumachen. Schmeckt wunderbar. Jetzt möchte ich mich verabschieden. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.